Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Da wir uns ja in der letzten Folge am Freitag damit beschäftigt haben, dass unsere Warenproduktion anläuft, werden wir natürlich heute das uns auch ein bisschen genauer nochmal anschauen. Ich kann ja nochmal ganz kurz in die Vergangenheit reisen. Wir haben nämlich überall nur, machen wir jetzt ein, hier, wir haben überall nur Züge, die 50 bis 60 Kapazität haben. Das ist natürlich bei den Strecken, die wir hier haben, die unterschiedlich lang sind und. Ist das jetzt nicht die beste Art und Weise? Also es ist auf jeden Fall ineffektiv, wie es gerade läuft. Es soll ja auch jetzt erstmal nur anlaufen. Das habe ich jetzt gerade gesehen, das behebe ich mal ganz kurz. Ja, da... Eine pro Linie reicht bestimmt erstmal. So. Wie weit sind wir denn in unserer Produktionskette? Also Bretter werden gerade noch nicht Richtung Produktionsstätte gebracht. Es werden welche produziert. Dann dreh du doch mal bitte um. Dann kannst du schon mal die ersten Bretter abholen. Dann sind die zumindest schon mal da. Dann brauchen wir noch Stahl. Den kriegen wir hierher. Da liegt auch schon Stahl. Das ist die Frage, ist das hier unser Stahlzug oder unser Kohlezug? Das ist unser Kohlezug. Wo ist unser Stahlzug? Hier, der hat noch nichts angeliefert. Okay, dann würde ich sagen, drehe ich die Geschwindigkeit ein wenig hoch. Und wir lassen das erstmal laufen. Wir werden ja dann am Ende sehen, wo es sich stauen wird. Also irgendwo, irgendwas wird ja dann nicht in der Menge abtransportiert werden, wie es produziert wird. Deshalb würde ich sagen, lassen wir das erstmal ganz kurz. Ja, zum Beispiel jetzt hier, wenn da jetzt über 52, jetzt würde ich sagen, wir bleiben erstmal bei den Zügen, die wir gerade haben und setzen dann einfach noch einen Zug auf die Linie, der dann auch 52 Kapazität hat. Wie weit waren wir in Mühlholz mit dem Abtransport? Ne, halt, das brauche ich. Wir produzieren Waren, Warenbahn für die Geschäftsgebäude. Okay, das ist mitten in der Stadt, das heißt, da haben wir die volle Abdeckung. Wie viel passen auf den LKW? 8. Ja, dann kann der, da reicht erstmal ein LKW. So, ich bin jetzt aber der Meinung, wir könnten auch eigentlich schon mal, wir haben 283 Millionen, mit der Strecke anfangen, das Ganze abzutransportieren. Wir wollen ja auch das Ganze mit dem Zug nach Wiel bringen. Da bin ich jetzt gerade im Überlegen, wie wir das am besten machen, also in welchem Güterbahnhof wir am besten gehen. Wir hierhin gehen oder direkt in die Stadt. Hat er hier einen zweiten Straßenanschluss? Ja, hat er. Vielleicht können wir hier auch mal kurz was bauen. Vielleicht gehen die Gebäude dann auch auf die andere Straßenseite. Das wäre natürlich wünschenswert. Dann sparen wir uns nämlich LKWs. Dass wir vielleicht irgendwie hier reinkommen. Ja, vielleicht könnte man das Gleis hier sogar benutzen, um dann da in den Bahnhof zu kommen. Ich sage, wir machen das einfach mal. Wir probieren das einfach mal aus. Einen Zug würde ich noch nicht auf die Linie bringen. Ich fange, glaube ich, von unten an. Dann kann ich gucken, wie ich bei der Kurve rauskomme. So. Das Gleis ist, glaube ich, gerade... Ach, das habe ich gemacht, weil wir da ja unsere... Da liefern wir ja gerade an. Ja, aber das wäre eigentlich schon optimal, um das Ganze auch dann nach Wiel zu bringen. Gut, dann würde ich sagen, verlagern wir das doch auf die andere Seite. Ich will jetzt die hier nicht stören, deshalb ziehe ich das Ganze ein wenig in die Länge.
Ah, die Straße wird jetzt im Weg sein. Dann kommt die erstmal weg. Oh. Halt, ganz schnell. So. Das Signal hier könnte gleich noch im Weg sein, aber ich versuche es erstmal ohne das Signal zu wechseln. Nee, das kriege ich nicht hin, ohne das Signal umzustellen. Ah, wie schnell können wir das Ganze machen? 160 ist auf jeden Fall eine super Geschwindigkeit. Ah, es kommt direkt eine Fehlermeldung. Das ist natürlich immer am wichtigsten. Berlin Stahlwerk. Was haben wir denn da liegen? 2. Das ist schon mal sehr gut. Aber vielleicht, weil wir gerade irgendwie, dass der Zug gerade irgendwie eine Kurve gefahren hat oder sowas. Ah, bis zu 12 hat er auf jeden Fall schon abtransportiert. So, kommt das hin? Ne, wir müssen, glaube ich, noch einmal vom Recht von hier dann. Auch das geht mit 160. Geht sogar mit 191. So, dann mache ich jetzt erstmal die Signale wieder. Denn ich brauche jetzt auch ein neues. So, wo ist die Weiche hier? Ja, obwohl, ich bin gerade am Überlegen, ob das da Sinn macht. Denn wir müssen ja auch. Ich will das wieder, dass jeder ein separates Anhaltegleis hat. Heißt, wir müssen von dem linken Gleis, so wie es gerade ist, auf die beiden und von den beiden auf das rechte Gleis. Das würde hier mit einer Doppelkreuzweiche gehen. Wir würden dann allerdings nur 100 km/h fahren. Wir würden jetzt gerade mit den 60 km/h ist das kein Problem. Aber hier sollen die Züge ja mal irgendwann gut lang werden. Da bin ich doch eher am Überlegen, das Gleis könnte man eigentlich auch wegtun. Und hier entscheidet sich erst, wo der Zug hinfährt mit der Doppelkreuzweiche. Weil wir haben ja jetzt auch hier ein paar Meter gemacht, die gerade ausgingen. Wenn das jetzt noch genauso. Na, da will er nicht. Ach, da will er nicht, weil da schon das. Die Weiche ist. Ja, die Idee will ich ja jetzt gerade nicht mehr umsetzen, sondern die. Ach, jetzt steht da auch noch das Signal. Dass sich die Züge erst hier hinten entscheiden müssen, auf welches Gleis sie fahren. Ja, und ich glaube, ich habe das Ganze einen Ticken zu lang gemacht. Also leider noch einmal. War ich wohl schon ein bisschen in der Kurve drin. Machen wir 140, wir bremsen ja bzw. beschleunigen ja gerade erst. Gut, das geht auf jeden Fall ohne Probleme. Dann brauchen wir auch nur hier ein Signal, weil hier ist es ja dann der Bahnhof, der das Signal ist. Da brauchen wir keine Doppelkreuzweiche, das geht auch so. Dann brauchen wir noch hier ein Signal, bevor es auf die Linie geht. Ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt muss ich noch die beiden Linien mir schnappen. Und die Sachen zuweisen. Dann brauchen wir 5 und hier brauchen wir 6. Ich hoffe, der Zug war da jetzt nicht gerade. Nee. Oh, okay. Das muss noch weg. So. Ihr fahrt so. Ich mache hier mal Einbahnverkehr, dann sollte das auch für die andere Linie funktionieren. Ja, genau so soll es sein. Dann kommt hier erstmal alles weg. Ist hier noch irgendein Signal, was im Weg wäre? Ja, das muss ja jetzt auch nicht mehr sein. Ja, obwohl doch, das setze ich mal hier hin. Denn der Kohlezug fährt ja nur durch.
dass der eventuell dann nochmal ein Signal hat. Für den zählt der Bahnhof ja nicht. So, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Wie sieht's aus? Wo liegt was, was abtransportiert werden müsste? Geht sogar gerade überall. Außer bei der Kohle. Gut, dann werden wir bei der Kohle noch einen Zug machen. Also jetzt halt einen Zug zu ersetzen und den schneller zu machen, wo halt noch die anderen Züge den ausbremsen würden. Muss noch nicht sein. Das ersetzen wir dann irgendwann alles in einem. Aber jetzt sehen wir zumindest schon mal, dass wir für Kohle, dass wir da zumindest einen mehr brauchen. Nein, oh, nicht Erz. Kohle. Und jetzt bitte rechts abbiegen. Da ist jetzt der andere Kohlezug, das ist natürlich jetzt ein schlechter Takt. Ja, okay. Also du hältst jetzt, weil... Ach, der hat sogar Vorfahrt. Ja gut, dann... Viel Spaß auf der neuen Linie. Wir bauen jetzt dann nach Wiel rüber, wie es ja gerade schon... Oder wie es ja vorhin erwähnt wurde. Das ist die Frage mit den Höhenmetern. Hier sind wir bei 107 Metern und der Bahnhof bzw. das Gleis hier ist bei 205. Oh, das geht aber ganz gut nach oben. Ja, ich will schon das Gleis jetzt so ausrichten, dass das direkt passt. So, schon mit Steigung hierbei. Jetzt versuche ich mal, was das Spiel uns so sagt. Das sieht sehr gut aus. Gut, hier fahren wir 49 km/h. Hier haben wir einen Tunnel, das ist okay. Ist die Frage, haben wir hier mal wieder eine Kreuzung im Tunnel? Ne, das sieht nicht so aus. Ja, aber dafür ist es dann halt eine ziemlich direkte Linie. Ist halt viel im Tunnel, aber gut, ist halt ein Güterzug. 10 Millionen kann ich auch mitleben. Gebaut. Und wir können uns hier nachher sogar noch das Gleis aussuchen. Das Einzige, was wir dann jetzt noch brauchen, ist ein Signal. Aber ich glaube, hier könnte man... Wir fahren außenrum und fahren langsamer. Interessant. Dass wir hier auf jeden Fall schon mal ein zweites Gleis machen. So. Gehen wir da in den Tunnel rein. Ich weiß nicht, brauchen wir dann noch... Ja doch, wir fahren ja dann hier rechts rum zurück. Vielleicht müssen wir dann auch hier nochmal ein Gleis machen. Ne, du sollst da drauf, genau. So. Ja, das gefällt mir. Dann haben wir den Bahnhof soweit angeschlossen. Wir können... das Depot nehmen, um dann einen Zug auf die Linie zu setzen. So, jetzt wird es dann auch Zeit, hier nochmal, ich mache mal kurz langsamer, weil wir da oben die Lebensdauer bei einem Zug erreicht haben. So, ich möchte nämlich jetzt hier, dass wir da auf gar keinen Fall was ansammeln. Deshalb kaufe ich nochmal 3 LKWs. Das ist nicht, dass die Linie nicht deswegen anfängt zu stocken. Und da ist Zug Nummer 2. Du bist voll. Der andere fährt auch gerade runter. Ist auf der Hälfte der Strecke, würde ich sagen. Oh, noch nicht mal. Und da sind 57. Ja, dann machen wir halt noch einen dritten Zug. Solange die Linie am Ende Plus macht, ist das alles gut und ich denke mal, das wird sie.
So, wir können ja mal uns kurz alle Linien angucken, die damit zu tun haben mit der Produktion von Waren. Kohle macht sogar am meisten Plus. Bretter macht Minus, Erz macht richtig Minus. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass wir halt so wenig Kohle momentan dahin liefern. Holz ist okay, bei Bretter denke ich mal ist die Auslastung vielleicht noch nicht da. 11 Minuten ist aber auch ein... 11 Minuten ist aber auch erstmal eine Hausnummer. Was haben wir jetzt gerade? Bei den Kohlezügen 6 Minuten. Ja, vielleicht brauchen wir nochmal einen Bretterzug. Ich weiß nicht, ob der kurz vorm Abliefern zufällig ist, dass der deshalb so im Minus ist. Das ist der andere Kohlezug. Wo haben wir denn unseren Bretterzug? Das ist Stahl. Der war auch bei Bretter. Oh. Der hat auf jeden Fall auch schon einiges dabei. Du fährst fast voll. Ja, dann wird jetzt, wenn wir so viel Kohlezüge jetzt haben, wird der nächste volle Zug dann wohl Stahl werden. Aber genauso wollte ich das halt so peu à peu rantasten. Und jetzt mal ganz kurz ein Schlenker zu unserer Matu-Brotlinie. Ein Fahrzeug auf der Linie, 35 Jahre alt. Oh, auch hier werden die Züge so langsam alt. Da könnten wir auch, glaube ich, fast einen zweiten gebrauchen. Ah, ne, wir machen einfach mit mehr Kapazität. Okay, wir haben die überall. Ja, dann werden wir das doch auch ersetzen. Wie viel Leistung habe ich jetzt gerade? 1000 kW. Ja gut, das wird jetzt natürlich eine das Doppelte mehr. Und ich hatte 12 Waggons. An der Geschwindigkeit ändert sich nichts. Ich stelle dich mal auf Lebensmittel ein. Nicht, dass wieder irgendwie was von A nach B transportiert wird, von dem ich nicht möchte, dass das passiert. Wie bleibt ihr denn so? 15? 15 ist aber mittelmäßig. Wir sind auf der Linie an Waggons 20. Weil bei 20 sehe ich mich eigentlich eher als bei 15. So, jetzt habe ich 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, sehe ich ja da unten. Jetzt habe ich eine Kapazität von 80, 160. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Keine zu ersetzenden Fahrzeuge. Das hatten wir doch schon mal, dann haben wir irgendwo ein Problem mit der Elektrizität. So, auf der Linie kann es ja nicht sein, da haben wir ja gerade gesehen, fahren genügend Züge. Schon mit Strom. Okay, die ganze Linie hier ist noch ohne Strom. Oh, hier ist sogar noch einspurig, ja, das werde ich aber gleich auch mal beheben. Wir zumindest das soweit haben, dass das zweispurig funktioniert. Ja komm, machen wir auch hier mal die weißen Gleise hin. Was war denn mit den Gleisen? Hatten die noch irgendeinen Zweck? Ach, die sollten mal... Wo sollten die denn hin? Was habe ich denn damit geplant gehabt? Baumaterialien ja nicht. Also wir haben einige tote Gleise. Hier auch dieser ganze Kreis hier. Der hier die Stadt auffällt. Mal gucken. Oh, ich posiere mal ganz kurz. Weil unser Zug kommt gleich an. Und wir wollen den ja dann auch... Also ich will zumindest, dass er sich dann auch direkt ersetzt. Oh, das könnte jetzt aber eine enge Kurve werden. Obwohl, wir fahren 100 km/h und haben 184 als Höchstgeschwindigkeit. Wir haben 180. Ja, das werden wir als Güterzug, glaube ich, maximal erreichen. Dann müsste das jetzt gehen. Ja, 12,3 Millionen. Dann haben wir das jetzt auch. Gucken wir uns das Ganze doch mal an.
35 Jahre im Dienst gewesen. Sieht man dem Zug auch an. Da hinten kommt sozusagen der Nachfolger. Bringt der volle Baumann? Ist der voll? Ne. Aber dann ist gut. Wer der 144 von 160 hat, das ist in Ordnung. Wie viel Geld bringst du uns so pro Jahr ein? Ist in Ordnung. Du bringst uns ja jetzt auch mehr Geld. Das alles, was hier liegt, ist nämlich für Matu eigentlich. Hier sind wir ja auch kurz davor, dass die Züge alt werden mit 34 Jahren. Oh, neue LKWs. Ist hier der Fahrzeugersatz eingestellt? Nein. Dann werde ich den nämlich eben einstellen, weil das habe ich ja gerade gesehen, dass hier das so langsam eng wird. Und wenn wir noch so viel Geld mit der Linie machen, dann reichen auch die Züge erstmal noch aus. Dann brauche ich die... Ne, ich habe, glaube ich, erstmal 10 davon gehabt. Und dann 10 hiervon. So, ich habe jetzt geklickt, weil ich konnte jetzt hier unten gucken. Habe ich gerade schon gesehen. So, dann machen wir jetzt hier automatisch an und dann sollte das funktionieren. Wenn wir eh hier sind, was sagt, was ist mit wie alt bist du? 5 Jahre, ne, da... Denk mal, in 30 Jahren, 1995, da haben wir dann nochmal was ganz Aktuelleres. Da sind wir dann bestimmt, vielleicht schon Richtung Diesel unterwegs. Rheinbach LKW Brot. 130 Waren. Das ist eine Hausnummer. Was haben wir hier? Dortmund hat 82. Der fährt voll, der Zug. Volle Steine, vollen Treibstoff, voll mit Brot. Ist aber auch noch Dampf. Meine Idee ist gerade, die LKW-Linie Geschichte werden zu lassen. Und auch für Rheinbach einen kombinierten Zug zu machen. Und zwar Brot und Treibstoff. Na, vielleicht aber auch doch nur entweder oder und dann zwei Züge. Dass hier ein kleiner Brotzug hin und her fährt, ein ganz kurzer. Und dann noch ein bisschen... Oh, hier warten auch so viele für Dortmund. Dass wir dann da auch Treibstoff abholen. Haben wir einen... Ja, weil Treibstoff dürften wir nur daher kriegen und das halt auch ungewollt. Aber ich würde sagen, das machen wir erst nächste Folge, weil da müssen wir ja auch noch ein paar Strecken dann bauen. Aber wir können ja schon mal damit anfangen. So, haben wir jetzt einen Zug hier auf der Linie oder haben wir da mehrere auf der Linie? Ein Fahrzeug, okay. Also entweder zwei Fahrzeuge oder... Oh, wir haben die Strecke hier auch erst nur bis jetzt nur eingleisig. Also geht eigentlich gerade nur ein größerer Zug. Aber ich dachte, wir hätten das hier schon zweigleisig. Gott sei Dank jucken uns jetzt gerade mal 61 Millionen nicht. Wir sind mittlerweile so weit im Spiel, dass das alles bezahlbar ist. Jetzt ist die Überlegung, wie fahre ich weiter mit dem Dortmund-Zug. Ich könnte den natürlich auch jetzt ganz außen lang fahren lassen, damit wir Rheinbach gar nicht im Weg stehen. Das heißt, das andere Gleis würde ich auch nochmal umlegen. Was haben wir hier? Oh, der... Oh, der sieht von den Finanzen aber nicht ganz so gut aus. Müssen wir mal gucken, wenn der jetzt ablädt. Was haben wir jetzt? Wir haben Mai.
Aber wird knapp. Also die Tour muss auf jeden Fall nochmal fahren. Wir sehen ja auch, wie die Betriebskosten steigen. Vielleicht liegt es an den Steinen. Haben wir zu viele Steine da liegen? Ja, das sieht sehr gut aus. Ihr müsst ja auch alles abholen. Das sieht auch gut aus. Hier wartet halt einiges, aber das geht jetzt auch gut weg. Also zurück zur Strecke Dortmund nach Lummerland bzw. zum Lebensmittel abholen. Wenn ich jetzt hier auch zweispurig weiter, oder wenn ich jetzt hier zweispurig weiterfahre, und hier könnte man das kombinieren. Dann spare ich mir da ein Gleis. Dann ändere ich das hier unten aber auch erst, wenn der Rest steht. So, dann fahre ich hier einfach nur rechts bzw. links und muss nicht noch das Gleis wechseln, weil das wäre im Tunnel und da haben wir ja schon das ein oder andere Problem gehabt. So, da fährt dann jetzt Dortmund lang. Das muss weg. Komm, ich mach das Depot mal ganz weg. Und wenn das jetzt funktioniert, wäre super von hier dahin. Oh, 107 km/h ist aber auch wenig. Auch für Brücke kreuzen. Na, das sieht auf jeden Fall schon nicht aus. Auch wenn wir von der Brücke abgehen. Das wird sogar funktionieren, okay. Und wie viel km/h? Aufgrund des alten Brückentyps fahren wir hier auch eh nur 120. Das ist noch eine ganz alte Brücke. Vielleicht müssen wir die dann auch erstmal erneuern. Könnten wir ja machen. Dann lassen wir das hier ganz. Dann machen wir das hier über die Dortmunder Route. Dass wir für Dortmund generell da eine neue Linie machen. Das klingt doch nach dem Plan. Dann machen wir jetzt erst dort mit Dortmund weiter. Gucken dann, wie wir Rheinbach da auch auf die Linie kriegen. Weil hier sind nochmal mehr Güter als das, was hier für Rheinbach liegt. Und Dortmund hat auf jeden Fall mehr Potenzial, was uns das Geld angeht. Denn wir kriegen halt mehr dadurch, dass wir halt ja so eine lange Strecke fahren. So, in den verbleibenden Minuten möchte ich nochmal LKWs kaufen. Das geht schnell. Und ich glaube, wir werden auch welche benötigen dann in der neuen Folge. Oh, was haben wir denn jetzt gekriegt? Haben wir den MA? Ist das der MAN, der jetzt neu war? Oh, ich kann ja hier jetzt rüber gehen. Weil dann mache ich doch auch direkt die LKWs größer. So, wir haben 16 Kapazität. Ich würde sagen, boah, ich werde schon einen großen. Das könnte ja unser größter Zug werden, der für Dortmund dann fährt. Ich gehe mal mit 3 LKWs pro Linie. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht mal so viel, aber der Zug wird ja auch lange dann unterwegs sein. Aber ich will halt, dass, wenn der dann einmal ankommt, auch direkt schnell viel abtransportiert wird. Weil da wird vielleicht auch Doppeltraktion. Ja, warten wir mal ab. Müssen wir mal gucken, wie lang und wie das gleich allgemein alles aussieht. Beziehungsweise für mich ist es gleich, für euch ist es Freitag. Denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und ja, wenn wir das nächste Folge geschafft haben, dann gucken wir natürlich wieder hier auf unsere Warenlinie. Aber das hat gerade für mich ein wenig Vorrang. Die Warenlinie kann erstmal laufen, weil die ganzen Missstände, die decken sich halt, oder die sieht man halt, je mehr man dann im Desaster steckt. Und das heißt, wenn Zeit rumgeht, ist das eigentlich erstmal gut für uns. Ich würde sagen, bis Freitag. Bis dahin. Ciao.